Hallo. Hallo zusammen. Und herzlich willkommen zurück. Nach Monaten, liebe Leute, wir müssen uns erstmal entschuldigen, denn es kam anders als geplant. Der kleine Mann ist glücklich und gesund geboren und wir hatten ja geplant, ein, zwei Monate offline zu sein. Und aus der Zeit ist jetzt sind jetzt ganze 4 Monate geworden. Ja, wir haben uns umentschieden. Es war eine richtig schöne Zeit, das Einleben als Familie. Das hat einfach richtig Spaß gemacht. Der kleine Mann ist ein... Ist ein totales Geschenk einfach. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, wir bleiben einfach noch länger offline, leben uns total in Ruhe ein, gewöhnen uns an das Familienleben. Und das war auch einfach eine so schöne Zeit, muss man sagen. Ja, beziehungsweise wir sind ja bei Instagram dann früher online gegangen, ja. Haben erstmal Step für Step gemacht. Und jetzt kommen auch wieder YouTube-Videos. Wir wissen halt nicht, ob wir jetzt ein Video die Woche weiterhin schaffen. Wir versuchen es. Aber ja. So ist es, genau. Und, genau. Ja, willst du was zur Geburt erzählen, kurz? Ja, wir hatten eine Hausgeburt, ja. Das war auch so geplant und es war eine sehr, sehr lange Geburt. Definitiv. Innerhalb 3 Tage hat es insgesamt gedauert, von der ersten Wehe bis zur letzten. Und war aber eine sehr schöne und positive Geburt und ich würde es auch immer wieder so machen, also... War richtig schön hier zu Hause, ne? Ja, ich würde auch sagen, selbstbestimmt zu Hause, im eigenen Tempo, ohne Druck von außen und so. Ja. Das war einfach eine so tolle Sache. Und er ist, wie gesagt, gesund geboren. Im Krankenhaus bei so einer langen Geburt hätte es wahrscheinlich so weit kommen sollen, sage ich mal, vom Krankenhausstandpunkt her, dass es dann ein Kaiserschnitt geworden wäre oder dass man dazu in Anführungsstrichen gedrängt hätte. Ja. Und aber so konnte Jessie sich komplett auf ihren Körper verlassen und in sich hineinfühlen, ohne dass von außen einer sagt, so das und das ist jetzt Fakt, das und das muss passieren, was sehr schnell in Krankenhäusern geschieht. Und es war komplett selbstbestimmt, es war richtig schön. Wir haben im Badezimmer gesessen, wo der kleine Mann kam, ich hinter Jessie. Sie hat mir fast beide Mittelfinger gebrochen bei der Pressphase. Es war einfach super besonders und plötzlich war der kleine Mann da in unserem Leben, auf unseren Armen. Und das ist einfach was, was man wirklich nicht beschreiben kann. Alle Eltern wissen es und können es nachvollziehen. Und ich hätte nie gedacht, dass es so eine intensive Sache ist einfach. Und einfach Hammer, so Wahnsinn. Ja. Kann man nicht beschreiben. Ja, er ist jetzt auch schon 3 Monate alt und die Zeit, die fliegt einfach. Also es ist echt verrückt und wir haben uns wirklich sehr gut eingespielt. Also das hätten wir vorher niemals gedacht, weil wir hatten vorher niemals was mit Babys am Hut. Und das hat aber alles richtig gut geklappt. Also Windel wechseln, stillen, mit ihm einfach der Umgang, das Halten und das hat echt gut geklappt. Das Einzige, was für mich halt nicht so schön war, ist halt, dass ich eine sehr lange Heilungsphase hatte. Das hat halt ewig gedauert. Ich hatte halt auch einige Geburtsverletzungen. Ja. Aber das hat auch hier zu Hause gut geklappt. Ich musste jetzt nicht ins Krankenhaus oder so, aber es war halt eine lange Heilungsphase, weshalb es auch wirklich gut war, dass wir halt offline waren. Und aber er ist ein super süßes, geschmeidiges Baby, ne? Ja, also der macht uns so happy. Richtig, richtig glückliches Kind, würde ich auch sagen, weil er lacht mega viel mit uns. Und das ist so besonders. Jetzt vor ein paar Wochen hat er angefangen zu lachen, ganz random, ganz plötzlich, einfach so mal kurz. Und wir so, oh, wie süß. Und dann wurde das immer und immer mehr. Mittlerweile ein paar Wochen meinst du? Ja, vor ein paar Wochen. Ich glaube, mit der 6. Woche hat er schon angefangen. Ja. Also ist vor ein paar Monaten schon genau, fast. Die Zeit, die rast echt. Ja. Das ist also Gruß an Mama und Papa an der Stelle. Meine Eltern haben immer gesagt, vor allem meine Mutter, warte mal, bis du selber Kinder hast. Die Zeit verfliegt so schnell, das geht so schnell. Und ich habe immer gedacht, alles klar, Mama. Aber ja, ihr hattet recht, definitiv. Die Zeit rast wirklich. Weil man bedenkt jetzt eigentlich, wie klein er war, wo er rauskam, zu uns kam und wie groß er jetzt schon ist, wie schwer plötzlich. Und ja, das sind Wochen, die dazwischen liegen. Jetzt, das ist rasend. Das hätte ich nie gedacht. Und deswegen war es, glaube ich, auch nochmal
wirklich die richtige Entscheidung, die ganze Zeit offline zu sein, weil man diese Momente nie wieder bekommt. Also man kann sie auf Foto, auf Video festhalten für sich selber und man kann sich das immer wieder anschauen, aber der Moment, wo man so einen Krümel wirklich in der Hand hat, auf dem Arm, so anfangs sind sie ja wie so klein, die kannst du echt ja hinlegen, das ist der Wahnsinn. So, das geht jetzt schon nicht mehr. Und die Zeit kommt nie zurück, das ist der Wahnsinn. Von daher war es wirklich schön, so lange offline gewesen zu sein mit ihm und die Zeit ganz, ganz, ganz bewusst zu genießen, ja, zusammen anzukommen und genau, ja, der Wahnsinn. Ja, und im nächsten Video möchten wir euch mal von unseren Reisezielen für nächstes Jahr erzählen. Ja. Da haben wir nämlich einige Reisen geplant. Die erste Reise steht auch schon dieses Jahr an, denn ja, wir müssen nach Bangkok, um Leos Reisepass zu beantragen. Genau. Das geht nämlich nicht hier auf Koh Samui. Und ja, das geht auf Phuket und in Bangkok. Ja. Und wir haben uns dann für Bangkok entschieden, weil wir da halt alle Dokumente genau beantragen können. Genau, Phuket geht nicht das komplette Paket, hätte man in Bangkok noch mal extra was beantragen müssen oder später in Deutschland auf einen Deutschlandbesuch, was dann aber wieder zusätzlicher Aufwand ist und deswegen haben wir uns dazu entschieden, nach Bangkok zu reisen, wird dann noch so ein erster Flug werden und ist ja auch ein kurzer Flug. Ja, genau. 55 Minuten rum, 50. Also. Da können wir schon mal üben, weil nächstes Jahr wollen wir viel reisen. Ja, auf jeden Fall. Und ja. Ja, wir haben auch noch eine Idee gehabt, da Leo jetzt 3 Monate alt ist, haben wir gedacht, wir verlosen 3 Postkarten an euch hier aus Thailand. Einfach nur einen Kommentar abgeben und dann hüpft das schon in den Lostopf. Ich denke, im nächsten Video sagen wir dann, wer gewonnen hat, oder? Oder wir schreiben es in die Kommentare. Oder wir schreiben es in die Kommentare. Guckt auf jeden Fall. Vielleicht an. Genau, wir pinnen es an und trotzdem das nächste Video gucken. Ja, ich hoffe, ihr freut euch darüber. Jetzt kurz vor Weihnachten nochmal 3 Karten raushauen. Und ja, ansonsten, wir wollten einfach nur ein kurzes Update geben, dass wir jetzt wieder da sind, dass es uns gut geht, weil es gab viele E-Mails und Kommentare und Co. Und was ist los mit euch? Ihr kommt ja gar nicht wieder. Alles ist super, wirklich sogar besser als gedacht. Das ist wirklich das letzte Video war. Genau, wunderschön. Und ja, da sind wir wieder. Wir freuen uns jetzt auf die nächste Zeit mit euch zusammen wieder. Erkundungen, kommende Reisen und. Und jetzt erstmal auf das ganz neue Familienleben. Genau. So, in diesem Sinne, wir wünschen euch wie immer noch einen schönen restlichen Tag. Alles Liebe von hier aus und bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao. Ciao.